Herzlich willkommen zum nächsten Video der Prep Series. Es ist jetzt Mittwoch, der 15. September. Ich habe mich gerade ready gemacht, für ins Gym zu gehen. Leg Day steht auf dem Programm. Habe einfach mal meine Kamera aufgestellt. Ich möchte die nächsten Videos ein wenig anders gestalten. Und zwar, dass ich nicht mehr von einem Tag oder von einem Leg Day ein Video mache, sondern einfach den gesamten Prozess, jeden Tag ein paar Clips aufnehme, was so passiert und euch so immer fortlaufend update mit einem bis zwei Videos pro Woche. So seid ihr noch näher dabei, seht, was passiert im Prozess, was ich mache und so weiter. Ja, jetzt steht Legs auf dem Programm. Ich habe jetzt 3 Tage in Folge ein neues Lowest Weigh-In gehabt, von am Sonntag noch 88,9, jetzt auf 87,9 in 3 Tagen. Das heißt, diese Leg-Session könnte ein wenig hart werden, aber ich gebe alles. Ihr seht, langsam mein Gesicht wird dünner, meine Augen fallen leicht ein. Jetzt ist die Deacon Phase der Prep eingeleitet. Es geht noch 4,5 Wochen. Jetzt gibt es keine Reserven mehr. Jetzt geht es nicht mehr ums Wohlfühlen oder irgendetwas im Tank zu lassen. Jetzt heißt es einfach, jeden Tag alles zu geben, jeden Tag in der Perfektion zu nailen. Ja, ich werde euch jetzt ein wenig durch die Tage mitnehmen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das strukturieren werde, was ich machen werde. Aber jetzt geht es dann los mit einem Leg Day. Bela hat mir jetzt gerade geschrieben, er ist zu Hause abgefahren. Er holt mich jetzt ab und dann geht es ab ins Gym für einen Leg Day. Ihr kennt es schon, was ich am Leg Day mache. Es wird nichts Spezielles. Adduktoren, Beinbeuger, Beinstrecker, Hack Squat, Leg Press. Ich werde wahrscheinlich einige Clips abfilmen und wir sehen uns dann beim nächsten Clip. Let's go. Weil es immer sehr viele interessiert, was ich so konsumiere, hier wieder normaler Stack EAAs 20 Gramm. Die Packung Malto habe ich jetzt gerade aufgebraucht und als Booster den Crank 200 Milligramm. Ist auf jeden Fall nötig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein wenig mehr als ein Scoop genommen, aber das muss ja niemand wissen. Ja, 200 Milligramm, 250 Milligramm Koffein sind das etwa. Die sollen mich jetzt durch diesen Leg Day bringen. Wann ich es konsumiere, ich schaue immer so, dass ich so 20 Minuten vor dem Training, meist kommt nicht Bela abholen oder wir laufen zusammen ins Gym, wir konsumieren dann einen Booster, setzen uns noch ein wenig hin, reden ein wenig und dann so nach 20 Minuten, nachdem ich den Booster konsumiert habe, beginne ich dann mit dem Training, dann bin ich so perfekt ready für die Compound Movements und das Koffein kickt zu 100%. Ich denke, man könnte es auch ein wenig früher konsumieren, aber ich mag einfach so diese Routine mit Bela. Wir konsumieren zusammen den Booster, reden ein wenig und dann geht's immer los. Wie schon angeteasert, unser Pre-Workout-Ritual. Entweder laufen wir oder, wenn es so scheiß Wetter ist wie heute, fahren wir. Meistens holt mich Bela ab. Wir schallen uns das Pre-Workout heute auf Crank. Aufraumen seinen Nacken. Hat natürlich auch Vorteile, wenn ich jetzt von ESN gesponsert werde. Ich muss ehrlich sagen, in der Vergangenheit ging meistens der Booster auf Belas Nacken, aber das muss sich jetzt ändern. Ich habe da noch einige Schulden zu begleichen. Ja, wir beide haben uns ein Scoop, Bela vielleicht auch zwei fast geballert. Ja, jetzt geht es dann weiter zum Leg Day. Was hast du, Bela? Ich habe Push heute, die erste Rotation mit der Main Movement High Incline Smith. Let's go. So, ich bin jetzt durch mit meinen Warm-Up-Sets. Jetzt gilt es wirklich richtig, richtig ernst. Seit der letzten Rotation bin ich jetzt 2 Kilo leichter. Das heißt, ja, ich bin ready für eine harte Session. Ich habe jetzt hier in meinem Logbook all meine Numbers schon pre-planned. Also ich habe mir aufgeschrieben, in welchem Satz ich wie viel Wiederholung mache. Und genau diese werde ich jetzt jagen. Ich beginne jetzt mit dem Workout. Ja, es wird richtig, richtig brutal. Auch das erste Mal jetzt in langen Hosen. Ich fühle mich extrem flach. Kleiner Diät-Tipp, wenn ihr extrem flach seid, zieht Oversize-Shirts an, lange Hosen und konzentriert euch einfach auf die Performance und nicht auf euer Aussehen, nicht auf die Flachheit. Let's get it. Thank you.
First Set Adduktoren. Hier kleiner Tipp für die Adduktoren. Wenn ihr sitzt, leichte Außenrotation an der Hüfte und mit den Knien immer hier gegen das Pad drücken. Ihr solltet nicht, das Pad sollte nicht an euren Waden sein oder an euren Oberschenkeln. Ihr müsst euch vorstellen, eure beiden Knie zusammenzubringen. Mit einer leichten Außenrotation an der Hüfte und ihr werdet eure Adduktoren spüren wie noch nie. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. What was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly, I'm willing to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always find you in the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught to deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me. Kleine Trick. Check Tonys Reel ab. Bindet euch mit zwei Daisies in die Maschine und sie wird noch viel geiler. Ich zeige noch kurz das Setup mit den Daisy Chains. Ich habe hier einfach so eine Daisy genommen, die könnt ihr in den meisten Sportshops kaufen, kostet irgendwo 20 Euro oder Franken. Dann nehmt ihr das, fixiert, nehmt ein zweites, fixiert es ebenso. Dann braucht ihr einen Karabiner, setzt euch hin, nehmt es und dann so oben befestigen. Das hilft euch, dass eure Hüfte nicht immer so stark anhebt, wenn ihr von unten zieht. Der zweite Tipp ist, wenn ihr eure Fußgelenke nach unten führt, euer Knie beugt, drückt eure Knie gleichzeitig nach oben. Das wird euch noch mehr Stabilität generieren und drückt euch beim Pad hier, wo ihr euch halten könnt, nach innen. Dann sollte der Seated Leg Curl funktionieren und ihr werdet große Hams aufbauen. So, ich bin durch mit der Hack Squat. Ihr werdet den Satz jetzt dann gleich sehen. War ein extrem, extrem guter Satz. Ich bin selbst ein wenig überrascht, dass ich diese Baseline so gut halten konnte. Wundert euch nicht, ich habe mal heute nur den Tripod dabei und den so abgestellt. Darum stehe ich hier wie ein Dummer. Ja, ihr werdet den Set jetzt dann gerade sehen. Ich habe seit 4-5 Wochen jetzt, oder 4-5 Rotations, alle 10 Tage mache ich das gleiche Training, die 5,5 Plates auf der Hack Squat gehabt und jedes Mal 7 Reps bekommen. Heute war das Ziel wieder ganz klar, ich ging in den Set rein und ich wollte nichts anderes als 7 Reps. Ja, und ihr werdet jetzt dann gleich sehen, wie viel ich bekommen habe. Ich kann nur sagen, war ein extrem guter Satz. Wichtig bei einer Hack Squat ist einfach, so viel Stabilität wie möglich generieren zu können. Vor so einem Satz wirklich, seid in der Übung, seid fokussiert, schnauft richtig, also Core muss voll angespannt sein, Schultern nach unten, Latissimus anspannen und das Wichtigste, ich sehe so viele Leute bei einer Hack Squat Gewicht von A nach B bewegen. Kleiner Unterbruch, was ich sagen wollte, ich sehe so viele Leute, vor allem in der Abwärtsbewegung, der Eccentric, einfach Gewicht von A nach B zu bewegen. Wenn ihr oben an der Hack Squat seid, kontrahiert eure Quads, spannt die Quads an und bewusst die Abwärtsbewegung bewusst einleiten, indem ihr die Quads auf Spannung haltet und das Gewicht mit euren Quads nach unten bewegt, also diese isometrische Spannung generiert und dann unten explodiert aus euren Quads. So werdet ihr so viel bessere Performance in Squat Patterns. Ich sehe viele Leute, die gehen einfach nach unten, lassen das Gewicht sie nach unten drücken und kontrollieren dann von unten ihre Quads.
durch die Trägheit des Gewichts und wenn ihr so schnell nach unten geht, ist das Gewicht viel schwerer. Darum werdet ihr unten extrem verdrückt. Geht langsam runter, kontrolliert und macht das aus euren Quads und dann kontrahiert in der Konzentrik, also wenn ihr wieder nach oben geht, eure Quads so stark ihr könnt und ihr werdet viel, viel besser performen auf der Hexquad. Yes, komm! Heute gibt es einige Nuggets für euch, was Cues angeht, und hier ist der nächste. Und zwar bei Leg Press und auch bei Hack Squat. Wenn ihr Probleme habt, eure Quads zu spüren, man sagt ja immer, Schwerpunkt über dem Mittelfuß, und das stimmt auch. Behaltet eure Fersen immer auf dem Pad, aber beim nächsten Mal, wenn ihr Hack Squat oder Leg Press macht, konzentriert euch mehr Gewicht auf den Zehen zu haben, also auf den großen Zehen. Konzentriert euch auf den großen Zehen, wenn ihr im Umkehrpunkt seid, drückt aus dem großen Zehen oder beim großen Zehen voll in die Bewegung rein. Versucht es mal oder probiert es mal aus. Ich sage euch, das hilft wirklich. Fucking hell, die letzte Rap. Die wäre drin gewesen, hab sie leider ein wenig missgrooved, bin zu deep gegangen und dann hatte ich keine Chance mehr. Aber diese Rap werde ich mir in 10 Tagen wieder zurückholen, weil die wäre zu 100% drin gewesen. Schade, aber wir haben noch ein Back-Off, Single Leg, After Leg Press und dann sind wir dann langsam durch, noch Beinbeuger liegend und dann, ja, noch Waden, die Abs mache ich nicht. Ja, ich denke, das war's mit dem Training. Mal schauen, wo man sich als nächstes sieht. Wie gesagt, ich werde jetzt halt ein wenig euch durch die Tage mitnehmen, was so läuft. Wahrscheinlich passiert heute nicht mehr viel Spannendes. So, das ist momentan die Form nach dem Leg Day. Die Flatness hält sich eigentlich noch in Grenzen. Langsam kommt es. Nur ein kleines Sneak Peek. Das nächste Form-Update gibt es dann vielleicht morgen oder im nächsten Video.
zurück zu Hause nach dem Leg Day. Hat mich ordentlich mitgenommen. Wie ihr seht, bin total smashed. Erst was ich gemacht habe, jetzt 1200 Milligramm Ashwagandha reingeschallert. Das sollte mich jetzt ein wenig runterbringen. Jetzt ein wenig chillen, dann Post-Workout-Meal essen, was schon ready ist. Ich werde euch dann vielleicht noch kurz zeigen, was das ist. Das gleiche wie die letzten Male immer. Reis, Spinat und Chicken. Yes. So, und da sind wir beim Post-Workout-Meal. 200 Gramm Chicken, 100 Gramm Reis, 100 Gramm Spinat und etwa 70 Gramm Peperoni oder Paprika, glaube ich, in Deutschland. Wir sagen dem in der Schweiz Peperoni. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch sagt. Ja, ich merke schon langsam, wie der Hunger immer stärker wird und auch der Food-Fokus minimal da ist. Also ich freue mich jetzt schon extrem aufs Essen immer. Merke auch, wie es mir immer wichtiger wird, dass es alles schön zubereitet ist, dass ich mir Zeit nehme. Ja, und will auch dabei nicht abgelenkt werden. Das ist schon, ja, klare Symptome der Prep sind langsam zu sehen. Ich musste auch aufpassen, dass ich nicht zu viele Wedges nehme. Also natürlich so Dinge wie Brokkoli oder Spinat haben eine sehr kleine Kaloriendichte, aber halt viele Ballaststoffe. Und wenn man übertreibt in der Prep, natürlich wenn man die Kohlenhydrate immer tiefer pusht, hat man ja das Verlangen, die Wedges oder halt ja das Gemüse immer höher zu halten. Und da können halt dann Verdauungsprobleme entstehen. Verdauungsprobleme können entstehen durch zu hohe oder zu tiefe Ballaststoffe. Und in diesem Fall ist es meistens dann, weil man zu viel Ballaststoffe konsumiert. Darum habe ich mir jetzt wirklich ein Limit gesetzt. Ich nehme 100 Gramm Spinat oder Brokkoli und dazu 50 bis 70 Gramm Tomaten oder wie gesagt hier jetzt Paprika pro Meal. Weil ich leicht gemerkt habe, Verdauung wurde beeinträchtigt. Jetzt habe ich da den Change gemacht. Das natürlich auch in Rücksprache mit meinem Coach, der mich ja besser unterstützen geht gar nicht. Ja, mich immer top unterstützt. Jetzt wird gegessen in Ruhe. Schaue mir dazu wahrscheinlich irgendwie ein YouTube-Video an. Ja, YouTube-Videos, die ich so gerne schaue momentan, sind ja auch Leute, die preppen. Das ist auch so ein typisches Symptom. Man schaut sich Leute an, die auch preppen. Momentan schaue ich gerne Videos, die ich mir momentan gerne so reinziehe, sind AJ Morris, Cuba, Cielen, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, von der UK, dann Chris Bumstead und Christian Kues oder Kues, also Chris einfach. Ja, die enjoy ich momentan sehr, die sind alle auch auf Prep. Dann fühlt man sich ein wenig verbunden. Klingt dumm, aber in der Prep ja, ist das sehr typisch, dass man sich auch viele Leute reinzieht, die auch preppen. Yes, das war's. Ich esse jetzt mein Meal. Und da sind wir wieder aus dem Editing. Ich schneide gerade das Video und ich habe kein Outro gemacht. Das war's mit dem ersten Prep-Tag. Ich habe gedacht, ich werde mehrere Tage zusammennehmen, aber ich habe jetzt schon so viel Footage. Ich denke, das ist eine gute Länge für ein Video. Die nächsten zwei Videos sind schon abgedreht. Das heißt, Channel abonnieren, nächstes Video nicht verpassen. Als nächstes kommt etwas dann auch mit Janis. Yes, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Channel abonnieren, über meinen Link, Code Ramon bei ESN bestellen. Danke vielmals.